So, läuft. Puh, bisschen spät dran heute. 2 Minuten Verspätung. Eieiei. Das gibt eine Abmahnung. So. Deadlab Premonition Origins. Ich lade schon mal. Aber warten wir kurz ein bisschen, dass die Leute Zeit haben, sich einzufinden. Weil immerhin betreten wir jetzt hier das Finale. Okay, then, Zack. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. And that one. And that one, too. All red seats. Welcome, New York. The killings 50 years ago. There is something about it that you won't find written in those files. The people were attacking and killing each other. Hallo, Ramsey, und hallo, Sister. Quite a story. York, I told you. It's nothing more than local folklore. What does that all mean? It's called the Legend of the New Raincoat Killer. York, we found Thomas. Zack, okay, so it's not bonus footage. It's still part of the main feature. Perpetrator is exactly who I thought it was. Ich finde die Rückblenden immer ein bisschen komisch, weil die irgendwie so lückenhaft sind. Halten wir da dran. Okay. Also, um das nochmal zusammenzufassen. Thomas steckt auf jeden Fall mit dem Raincoat Killer unter einer Decke. Oder er ist es. Vielleicht auch so ein bisschen schizophren, man weiß es nicht. Er hat unseren Hauptcharakter York gefangen genommen, eingesperrt im Keller. Und Emily ist jetzt hier, um uns zu retten. Aber ob sie uns retten kann oder zum nächsten Opfer wird, das finden wir jetzt raus. Hey, Fallen Crusader, Dankeschön für die Bits. Give him the bits. Bitte legen ins Glas. Okay, okay. Take it easy on. Cool. Das Glas ist gleich mal prall gefüllt für den Stream. Das ist sehr schön. Dankeschön. Coolio. Okay, machen wir weiter. Fangen wir an, besser gesagt. Wie auch immer. Definitionssache. Es geht Richtung Finale. Verbandskästen ohne Ende. Hey Ramsey, dankeschön. Mehr Bits. Corgis, oh mein Gott, wie die. Guck mal, wie die rumregnen. Die treffen das Glas überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich find's witzig. Cool. 3, 4 oder so sind drin gelandet. Ach ja, das Glas ist das Beste. Das Glas ist super. Wir haben hier anscheinend noch einen unendlichen Vorrat an Verbandskästen. Können wir mal noch einpacken. Werde ich auch gleich mal einen benutzen, glaube ich. Weil ein bisschen Lebensenergie haben wir verloren. Nicht viel, aber genug, dass es sich lohnt, eins zu nehmen. Vor allem, wenn wir hier schon einen unbegrenzten Vorrat zur Verfügung haben. Ja, bald gibt's die Auflösung, wie alles zusammenhängt. Ich sag mal so, die genauen Zusammenhänge wird keiner von euch erraten können, wenn das nicht weiß, weil es ist ein bisschen weird, ein bisschen abgedreht, wie das Spiel halt selbst auch. Aber gerade richtig. Dankeschön, Ramsey, nochmals. Und Dankeschön für die Grabsteine. Und Dankeschön für das Bombenherz von Fallen Crusader. Bam. Da wurde das Glas durchgeschüttelt. Hat es gar nicht so ausgeleert, wie ich dachte, leider. Trotzdem. Cool. Dankeschön. Machen wir nochmal, bevor wir loslegen, noch einmal. The Bits. The Bits. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? The Bits. Okay. Das ist genau, ich habe schon öfter davon erzählt, das ist die Szene, die ich immer im Kopf hatte, wenn jemand Witz gespendet hat. Und jetzt endlich habe ich sie hier und kann sie abspielen. Ramsey, nochmals Dankeschön. Ich bin ein bisschen, ich muss ein bisschen, so, machen wir es so. Okay, so steht da, so steht die Kamera besser. Was sind denn das, Schneemänner? Ja, das letzte Schneemannhorn. Cool, aber die sind im Glas nicht animiert, oder? Doch, nee, sind sie nicht. Naja. Trotzdem cool. Okay, jetzt aber. Es wird verstörend. Es wird dramatisch, kann ich euch schon mal sagen. Es wird abgedreht. Es wird beängstigend auch vielleicht ein bisschen. Nur, dass ihr wisst, Leute mit schwachen Nerven dürften jetzt ihren Spaß haben. Ja.
Ich sollte mal die Waffe ziehen, oder? Vorsichtshalber. You sure took your time. Das erzähle ich nachher mit dazu. Ein bisschen dauert's eh noch, aber... Thomas, you've got nowhere to run now. Just surrender yourself. Emily, I've been waiting for you. Where's York? Is he okay? He's quite the handsome one, isn't he? I liked him the moment I saw him. He likes someone else, of course. Who do you think that is? I'm asking you if he is okay. Answer me. Oh, yes. He is handsome. But me and Carol, we love not him, but a different person. My lovely Jean. Cut the crap. Do you know what you're doing? Why, yes, I do. All too well. Far better than you do, I think. You know nothing about yourself, nor this town. Please, don't make me shoot you. You're a silly, sad little woman. We're heading for devastation. All of us. And no one can stop it. Oh, Thomas. You're sick. But there's still time. We can get you help. I'll help you. You're too kind, Emily. As kind as a goddess. That's why he likes you. This town is soiled. And only you are shining in it. That's right, Thomas. Let's just leave here together. It was so much better back then. We had so much fun. Emily, that was before you came. I won't let you have him! You filthy pig! Ich glaube, ich muss was machen, oder? Bosskampf. Okay. Take this! Take this! Take this! Eat this! Take this! We had a bus come. You won't have it your way! I won't let you take him! I'll show you how serious I am! I'll turn you into hamburger meat! Looking pathetic, Emily. Ich sehe echt mein Zielkreuz überhaupt nicht mit dieser beleuchteten Uhr im Hintergrund. Also furchtbar. Eat this. You're gonna die, Emily. Die, Emily. You're gonna die, Emily. Ich glaube, er ist besiegt, oder? Also, er hat keine Energie mehr. Was nun? Muss ich auf den Haken schießen? Ah, da ist er wieder. Ah, okay. Er musste seinen Move noch beenden. Klar. Thomas, don't make me shoot again. Surrender and turn yourself in. Emily. Emily, Thomas.
I'm so sorry. That's enough, Thomas. Just come over here. Emily. Emily, I just... I hate you so much. Die, you stinky swine. You stinky mutt. Get away. Get away from me. Get off. That escalated quickly. Oh! Is that Thomas hanging there? Oh my god! He looks like a strung-up turkey. Zach, was that a gunshot? Nothing terrible has happened. Ah, der Hund war's. Hey, Winnie. Are you here with your owner? Der Hund ist der einzige kompetente Charakter in dem Spiel. Eigentlich macht er alles, oder? Finde ich gut. Großer Verbandskasten. Wir sind eh vollständig geheilt, oder? Ja, okay. Speichern wir. Also, wenn wir mit dem Spiel durch sind, hi Felix, habe ich nämlich gesehen, was mich sehr gefreut hat, im Epilog, bevor man die Stadt verlässt und somit wirklich, wirklich das Ende hervorruft, kann man noch einige der Nebenmissionen, die ich versäumt habe, spielen. Und natürlich nicht mehr die Nebenmission der Charaktere, die jetzt am Ende sterben. Also so wie Thomas Nebenmission leider nicht mehr. Was schade ist, weil wir da auch den Charakter besser kennengelernt hätten. Ist echt schade, dass ich das verpasst habe, dass ich das verpatzt habe auch. Aber viele andere Charaktere werden wir noch näher kennenlernen, was ziemlich cool ist. Ein paar von den Nebenquests sind schon echt nett. Die sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das machen wir heute noch. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich kann nicht so richtig einschätzen, wie lang das Spiel noch ist. Ich weiß, dass es nicht mehr super lang ist. Ich glaube, wir werden heute fertig. Wie viel Zeit danach überhaupt noch bleibt, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Mal abwarten. Das stimmt, das ist gut, Metatron, das stimmt. Hätten wir den Anzug nie gewechselt, dann hätte uns Emily riechen können. Oder die Fliegen hätten uns befreit vielleicht. Durch die kombinierte Macht der Fliegen. Hey! Unser Fliegenrudel. York! Are you okay? I'm fine. Got to spend some quality time with Zach. Ich versuch's, Mr. Hawkeye. I heard gunshots. Did you get our man? York. Thomas is dead. I shot him. He tried to kill me.
Thomas. I suppose that this is the fate you talked about. But Emily, what about the murderer? I just told you I had to shoot Thomas. Thomas's actions may have surprised you, I understand that. But our job is to catch the killer, isn't it? You didn't let the killer get away. York, are you saying that Thomas was not responsible for the murders? What? That makes no sense. Emily, are you out of your mind? Thomas was certainly neck deep in this. But he didn't kill the girls. He has concrete alibis for all three murders. He also doesn't have the reverse peace symbol on his back. These are basic facts that for sure you haven't forgotten. Then who? I need you to be strong, Emily. If Thomas is not the killer, then there is only one other possibility. The only one with free access to the department files and doesn't have an alibi at the time of the killings. Love G himself. George? George is the killer? Bum, bum, bum. And since when did you start thinking this? I wasn't sure to start with, but you saw the pictures, right? In that secret room in Carol's bar. That was when I became 100% positive. But George didn't have the tattoo on his back. Ah, right. He doesn't have a tattoo on his back. But there is a pattern there. What do you mean? Emily, I'm not saying that the pattern was the tattoo. Remember what Harry said. There isn't a single thing that can maintain its shape for eternity. And George's back is a perfect example. Hey, you two! Could you explain this so I can understand what's going on? Emily, come in. Emily here. I've rescued Agent York from the clock tower. Thomas is dead. I was forced to shoot him. I see. Huh. And you two are both all right? York is a little weak, but we're heading back to the department now. Okay. I'll do the same. Emily, George is a friend of yours, isn't he? Yes. Then what we are about to do is going to be tough to deal with. Are you willing to go through with this? York, I'm Deputy Sheriff. This might be a small town, but I take pride in that. It's my duty to make sure that we catch all the bad guys in Greenville. Even if it means facing an end that I would never have hoped for. Okay. Then let's get moving. This case is going to end at the Sheriff's Department. This is madness! Willie, come on, let's go with him. Chickening out now would be like leaving after eating the appetizers. Gut, dass die Dalmatiner mitkommt, sonst wären wir wahrscheinlich aufgeschmissen. Okay. So viel dazu. Der Mörder ist also wahrscheinlich eventuell George, der Raincoat Killer. Zumindest ist das unser Verdacht. Schauen wir mal nach. Warum Metatron gibt die keinen Sinn? Also ich meine, abgesehen vom Übernatürlichen und vom Verspulten, aber gibt es Story-Löcher, die du gefunden hast? Plotholes? Ich dachte, ich muss selber fahren. Zum Glück nicht. Emily, I'm going in from the front. You secure the back. Okay. What should I do? Kaysen, stay at the entrance. No, don't cut me out now. If this was a movie, I'd be some minor nameless character. And I thought I was the cheerful sidekick that helps solve the case. Nee, man weiß noch nicht, worum es im zweiten Teil genau geht, aber es sieht sehr stark so aus, als wäre es ein Prequel.
Irgendein älterer Fall wahrscheinlich. Vielleicht der Fall, wie er seine Narbe an der Wange bekommen hat, weil die hat er eben noch nicht. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es eben ein Prequel ist. So, ich befürchte, jetzt kommt der letzte Dungeon. Die letzte Monstersequenz. Geistersequenz, bevor wir den Fall abschließen können. Ja, starten wir mal Profiling. Ich glaube, da steht wer. Noch ein viertes Mordopfer jetzt hier im Polizeirevier. Ich meine, in der Prophezeiung, die wir gefunden haben, war von vier Opfern die Rede, die man braucht, um unsterblich zu werden. Und darum geht's ja anscheinend. Aber wir wissen überhaupt nichts von dem vierten Opfer bis jetzt. Das wundert mich. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich spiele das nicht. Zack, I thought we might get a warm welcoming. Das stimmt. Ich hab auch, als ich den... Wow, Ramsay, vielen Dank. Yeah, wie passend. 666. The number of the beast. Cool, dankeschön. Was wollte ich sagen? Ach so, genau, als ich den Trailer zum zweiten Teil gesehen habe, habe ich mir gedacht, haha, sieht genauso aus wie der erste. In Wirklichkeit sieht es besser aus als der erste, muss man schon sagen. Aber der Stil ist schon noch sehr... Retro, wenn man es so sagen will. Nur die Auflösung ist höher. Die Anna schon wieder. I'm afraid of no ghost. Vor allem nicht, wenn ich sie einfach erschießen kann, aus irgendeinem Grund in diesem Spiel. Und wenn wir einen Cracker haben. Was kann da noch schief gehen? Ah, cool. Wir können unseren Anzug wechseln. Das machen wir. Ich will einen anderen Anzug anziehen. Ich glaube, der Anzug erhöht irgendwie tatsächlich den Waffenschaden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt so Anzüge, die sowas machen. Das ist aber, ich bin mir echt nicht sicher. Aber wir hatten den auch noch nie an. Deswegen ziehen wir den jetzt mal an. Das war Absicht, glaube ich. Man weiß es nicht so genau. Hallo, Werderhock. Aber das war Absicht, dass sie durch die Tür gelaufen ist. Das war kein Bug. Nehme ich zumindest an, weil sie ist ja quasi tot. Also, sie ist ja das erste Mordopfer, die Anna. Das würde passen. Na gut. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Der Raincoat Killer steht vor einem Spiegel. Oder geht durch eine Tür? Ich weiß es nicht. Und dann attackiert da jemanden. Aber wer ist das? Ich glaube, ich kann mich wieder erinnern, wer es ist, aber ich verrate es nicht. Was? Oh. Hörte sich gerade nach einem Monster an. Ich speichere mal. Sind sie. Dann könnten wir bitte den anderen anvisieren. Der einen halben Meter von uns entfernt steht, lieber. Erstmal. Danke. Amazing. Anscheinend ein wichtiges Objekt. Der Schlüssel für Zelle Nummer 1. Haha, gut, dass ich den umgebracht habe. Ich hätte auch einfach weglaufen können und dann hätten wir den Salat. Mann, ey, hier ist aber viel los. Amazing. Great. Bullseye. Great. Great.
Was auch immer du da machst. Ich mag das nicht. Geh bitte weg. Steh auf. Stell dich nicht so an. Der hat dich nur ein bisschen an der Taille gepackt. Also wirklich. Gibt Schlimmeres. So. Great. Außerdem existieren die wahrscheinlich eh nur in deinem Kopf. Stell dich nicht so an. Ein Kaffee, schwarzer Kaffee können wir leider nicht mitnehmen. Aber da ich jetzt weiß, dass die eventuell Schlüssel haben, sollte ich die vielleicht erledigen. Ja. Great, great. Ja, das stimmt. Da kommt aus dem Selbstloben gar nicht mehr raus mit der MP. Ja, das Geheimnis ist es wirklich. Ich habe das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Mit der Maschinenpistole, Auto-Aim und dann immer wieder ganz kurze Feuerstoße. So. Und dann ist man quasi unbesiegbar. Also beziehungsweise killt man dann alles so super schnell. Das ist fast schon ein bisschen... Auf jeden Fall ein Exploit. Aber dafür bin ich mir auf jeden Fall nicht zu schade für sowas. Wenn mir das Spiel solche Möglichkeiten bietet, dann nutze ich die auch. Da kenne ich nix. Amazing. Great. Sag mal, habe ich so viel zu essen in meinem Inventar? Ich kann gar nichts mehr nehmen. Schauen wir mal kurz, ob wir Hunger haben. Ob wir irgendwie müde sind oder so ein Kaffee. Nee. Wir sind topfit. Also Thomas war zumindest... Also ich meine, der hat uns gefesselt und gefangen genommen und so. Aber er hat sich anscheinend gut um uns gekümmert. Wir sind wohl genährt und ausgeschlafen. Ah, geh doch weg mit deinem Knüppel. Das sah gerade irgendwie lustig aus. Ich weiß nicht genau warum. Oh, Maschinenpistole leer. Nein, 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 nein. Ungünstig. Wartet mal ganz kurz, ihr zwei. So. Double kill. Yeah, okay. Noch ein Schlüssel. Mann, ey, das war jetzt ungünstig. Ich habe auch echt nicht mehr viel Munition für die Schrotflinte, glaube ich, oder? Kann das sein? 70? Ja, okay, doch, 70 ist genug. Würde ich sagen. Hey, ich hätte theoretisch Munition für eine Magnum, aber ich habe keine Magnum. Schade, schade. Ich glaube, wir essen mal eine Ananas. Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Wir brauchen eine Heilung. Genau. So. Ich höre dann noch jemanden grunzen irgendwo. Wo grunzt denn da noch wer? Noch irgendwo ein Grundgeist. Ja, wahrscheinlich draußen auf dem Flur, oder? Bleibt wohl geladen scheinbar. Oh, lauter Raincoats. Das ist bestimmt nicht echt, Jörg. Das ist alles nur in deinem Kopf. Warum sollte der Raincoat-Killer hier seine riesige Garderobe haben mit 100 Raincoats? Das ist sicher nur in deinem Kopf. Ah, Mann, ey. Auto-Aim funktioniert leider nicht, wenn man zu nah dran steht. Komischerweise. Design ist aber schon creepy, oder? Von denen. Ich fand das schon immer ziemlich unheimlich. What did I do? Ja, du wolltest mich, glaube ich, mit deiner Stange hauen. Das war das Problem. Heißt das Ding ernsthaft Nahkampfflinte? Ich weiß es nicht. Aber in dem Spiel ist sie definitiv eine Nahkampfflinte. Also, das kann man schon sagen. Wenn man nicht aus nächster Nähe schießt, ist die relativ sinnlos, leider. Aber hey, boah, ey, Gears of War. Ich habe das ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich vor kurzem die Teile alle gespielt habe. Und in Gears of War, vor allem dann, finde ich, im vierten Teil, sind die Schrotflinten wirklich Nahkampfwaffen. Und zwar echt Nahkampf. Im Sinne von, die haben keinen halben Meter Reichweite. Das war schon ein bisschen lächerlich. Aber gut.
Dafür waren sie dann wirklich als Nahkampfwaffen super effektiv. Aber da kann man halt in Gears of War auch schon sein Kettensägenschwert benutzen. Insofern sind die Flinten da ein bisschen nicht so nützlich. Cool, ich sammle mal die ganzen Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle brauchen, aber es kann ja nicht schaden, oder? Die Regenmäntel hängen auch in der Realität da. Ach, wirklich? Ah, da habe ich nie drauf geachtet. Aber nicht in Rot, oder? Na komm. Ich hab das noch hier liegen und will's noch spielen. Welches denn? Gears of War 4? Ich habe jetzt eben 1, 4 und 5 habe ich gespielt. 1 kannte ich schon, also die alte Trilogie kannte ich von früher schon. Und ich finde leider Teil 4 und Teil 5 nicht mehr so gut wie die Originaltrilogie, muss ich sagen. Aber passt schon. Es sind solide Spiele, kann man spielen, ist nichts Schlechtes, ist cool. Ich hoffe, der hat jetzt nicht einen Schlüssel fallen lassen, der da irgendwie ganz blöd reingeglitscht ist, weil er so blöd gestorben ist. Aber dann würde man doch zumindest ein bisschen was rot leuchten sehen, oder? Wird hoffentlich schon passen. Aha. Hoffentlich.